Hallöchen, schönen guten Abend. Heute geht's weiter mit unserem Königreich Gottes. Wir haben wieder erfolgreich eine Schlacht letztes Mal gegen die Österreicher geschlagen. Konnten wir uns etwas Land nehmen von diesen Heretikern. Diesen verdammten. Und dann denke ich mal, machen wir weiter gegen England oder Marokko. Muss ich mal gucken. Schauen wir mal eben, wie die AE so ist. Geht's, ne? Hier so halt ein bisschen hoch. Ein bisschen verbessert. Die anderen zwei werden annektiert. Einmal da und einmal Bulgarien, genau. Ich habe gesehen, Moskau ist ja so gut wie weg. Haben es wohl diesmal nicht überlebt. Und Nogai ist recht groß geworden. Hat mich schon etwas gewundert. So, jetzt schauen wir mal. Wen seid ihr so verbündet? Mit Frankreich. Also Frankreich wäre ja eigentlich auch ein schönes Ziel. Spanien würde ich auch gerne mal irgendwann angreifen. Weil die haben nämlich noch vom Missionsbaum her ein wenig Land von uns. Das geht so nicht. Wo willst du hin? Da hoch. Okay, dann erholen die sich erstmal wieder ein bisschen. Dann muss man mal hier unten noch weiter schauen. Dass mir die Leute angreifen. Würde ich hier vielleicht noch ein bisschen Armee dazu machen. So. Da ist der Berater tot. Ist alles nicht so toll. Ah, jetzt geht's auch weiter. Diese blöden Küstenüberfälle immer. Hm? Dann konvertieren wir mal das Land da drüben. Und ich weiß nicht, warum das Jerusalem heißt. Da bin ich noch nicht dahinter gekommen. So, was brauchen wir hier? Der neue Petersdom. Entwicklung mindestens 40 in der Kathedrale. Schauen wir doch mal. Ob wir das machen können. Moment. Ist halt so. 290. Ach, kein... Hä? Wieso geht das nicht? Sollte ich vielleicht erstmal entwickeln ein wenig, hm? Ja, das können wir machen, wenn die Manufaktur kommt, würde ich sagen. Kommt er demnächst? Oh, vielleicht kommt sie sogar bei uns. Schauen wir mal, ne? Müssen wir mal abwarten. So, Kamera wird denn gebaut. So, hier unten. Sind wir startklar? Was haben die für ein Tech 12? Ja, das ist ja... easy peasy. Mit den da oben verbündet. Okay. Ich lerne hier mal den Krieg, würde ich sagen. Den Heiligen Krieg. Die sind gerade im Kampf. Sehr schön. Die haben ja gar nichts an oben. Das wird ein Kinderspiel. Fangen wir mal so an. Ich habe gesehen, die sind katholisch. Schon ein bisschen gewundert. Aber nun gut. Wahrscheinlich, weil die hier gerade schön Krieg führen. Also mal gucken, ob wir da noch was abkriegen.
Leute fliehen in Kolonien. Ja. Damit ist die Kolonie auch gleich fertig. Dann renn doch mal darüber. Das müssen wir noch konvertieren, bevor ich es ändere. Ah, Frosch im Hals. So, jetzt kann man eine neue Kolonie basteln. Und kongische Nationalisten hier oben. Könnten da einen hinsenden. Dann hätten wir hier Verbindungen. Damit wir mal hier hinterkommen. Oh, Spanien ist schon da. Können wir denn überall hin? Da hin. Da runter. Haben wir es auch schon alles besetzt. Da könnte man noch hin. Hier ist von Kanada beansprucht. Okay. Ja, dann gehen wir hier hin. Dann bloß noch Truppen rüberschicken. Diese verfluchten Rebellen hier. Ist ja schlimm. Oh. Shit, da kommt Verstärkung. Okay. Haben wir gut gerettet. Ah, okay, die laufen da runter. Außer. Müssen wir mal eben. Und Spionagenetzwerk aufbauen. Ah, da oben sind sie. Oh, Shimo ist aber groß geworden, ja. So, das England, die machen sich da breit, die Säcke. Die müssen wir uns dann auch noch schnappen. Tot. Sehr schön. Meine Schiffe, da. Ja, ja, die werden nicht weit kommen hier. Kollegas. So, hier drüben müsste ich mal die Truppen rüberholen. Wen seid ihr verbündet? Würzburg, Holland, Berg, Inverness. Okay. So, dann fahren wir darüber. Können wir trainieren in der Zwischenzeit? Da ist keiner drin. Die könnte man eigentlich mal upgraden bei Gelegenheit. 123 Tage. Ja, komm. Bist du für einer? Wieso stehst du da oben so rum, so einsam? Auch Transporter. Ausschalten. Hier oben ist keine Gefahr weiter. Wie das läuft. Den richtig schön Geld da oben. Schaut es so mit Rebellen aus? Serbische Nationalisten für 67. Ja, komm, einmal machen wir es. Päpstliche Partikalisten.
drüben. Ist auch gut Unruhe drin. Nur irgendwo Autonomie senken? Ne, haben wir letztens erst gemacht. Okay. Na gut. Ansturm auf die Kolonie der Kolonisten. Sehr schön. Nehmen doch glatt. Ich glaube, Boni müssen wir mal schnell konvertieren. Vielleicht geht es da ein bisschen weg. Ah, da kommt die Verstärkung. Sehr schön. Besetzen wir hier mal. Oh, hier kommen wir gar nicht rüber. Ja? So richtig. Wie lange noch? Oh, gleich da. Und gleich mal die Truppen rüberschicken. Jupp, jetzt. Druckerpresse bringt Vorteile, sehr schön. Das hier fällt mir doch. Spanien hat den Azteken den Krieg erklärt. So, so. So, hier oben waren wir soweit durch. Dann bauen wir nochmal Truppen da oben. Wir hatten England. Ja, dann schicken wir nochmal einen Trupp rüber. Ja, passt das. Das sollte reichen dann. So. Jetzt schön ordentlich konvertiert. So, ist noch Camberwinds in Arbeit, okay. Dann nicht. Wir sind ein bisschen übers Limit von der Regierung, aber... Das geht aber nicht hier. Ich würde aber gerne hier weitermachen, weil hier gibt es schöne Sachen. Hier einmal Kirche und Staat. Mehr kostenlose Richtlinien wäre ganz nett. Wenn ich nicht Religionsideen hätte, wäre das sehr gut. Dann können wir den großen Heiligen Krieg. Aber das geht auch ohne. Weil da haben wir bei Nachbarstaaten, können wir da jederzeit Krieg anfangen mit fremder Religion. Und in Verbindung mit... Warte, wo war das? Hab's gleich. Hier, Zivilisationsmission. Könnte man quasi jeder in Verbindung mit denen den Krieg erklären, mit jedem Heiden. Aber ist das praktisch? Aber ich würde gerne das hier nehmen. Da werden immer die Kriegspunktkosten gesenkt gegen Nicht-Katholische. So, da ist gleich komplett besetzt. Dann schnappen wir uns noch die hier oben. Wenn wir schon mal dabei sind. Muss das noch fertig werden? Schauen wir hier nochmal kurz auf die Kolonialreichweite. Okay, das ist Kolonial Peru. Wenn wir das hier noch nehmen, dann können wir da direkt eine neue Kolonie machen.
Das hier oben stört ein bisschen, dass die jetzt alles besetzen hier, die Rio de Brata. Bisschen ungünstig. Besetzen wir erstmal alles. Oh, wir könnten schon. Theoretisch. Oh nein, die haben uns angegriffen. Das geht so nicht. So, jetzt müsste das ja katholisch werden, weil ist ja kein anderer mehr da. So, da ziehen wir dich wieder hier hoch. Da sind wir gleich besetzt. Was ist denn das hier? Eine kleine einzelne Provinz am Arsch der Welt. Ah, hier können wir direkt Ansprüche machen. Sehr schön. Sehr schön. Dann ziehen wir den mal hier hoch. Den können wir abziehen. Oh, Hallöchen. Moment. Die können wir gleich mal hier oben lassen. Da einfach irgendwelche Nationalisten. Glaubst du es denn? Schaut's hier aus? Oh, da sind wir schon sehr hoch. Da müssen wir dann langsam aufpassen. Wenn wir da ans Limit kommen, so was haben wir hier, Serbisch-Nationalisten. Das ist alles so teuer hier, das da können wir unterdrücken. Das geht auch noch einigermaßen. Eigentlich ist mir das alles zu teuer. Die Syrer kommen auch schon wieder. Na, oh Mann. Okay, muss man dann doch eine Armee hier lassen. Die sich um die Probleme kümmern da unten. Krieg erklären. Was? Moment. Ah. Nur weil ich Krieg erklärt habe. Okay. Dann überzeugt man die doch mal uns von unserer Religion. So, als nächstes kommt die Syrer. Noch mal runter. Schaut es jetzt mit der Überdehnung aus? Muss ja gleich wieder bei 0 sein. Okay. Dann schauen wir, dass wir hier nach den Rest besetzen. Dann machen wir langsam Frieden. So, dann erklären wir hier mal den Krieg. Oh, die sind 2 Level über uns. Hallo Nagitan. Ja, weil ich's leben lasse, aber auch nicht mehr lange. Sind die sich mein Untertan. Ne? Die werden gerade annektiert, also lang sind sie nicht mehr da. Da, na gut, sind noch bei 16% erst. Erstmal die Bulgarier. So ist das ja nicht. Ich lasse hier doch niemanden länger leben als nötig. Ja. Und die Moskau ist auch fast weg.
Komischerweise haben es manche überlebt. Hier habe ich mich auch schon überall reingefressen. Hier unten schon ein bisschen. In der neuen Welt mache ich mich auch breit. Müssen ja die ganzen Heiden konvertiert werden. Müssen wir mal schauen, ob ich das hier alles nehme. Das da unten auf jeden Fall. Ah, jetzt kann ich das da oben nicht mehr nehmen. Wenn ich den die Hauptstadt lasse. So. Gibt es die Überdehnung eigentlich? Ja, leider. Dachte nicht, dass es das jetzt Überdehnung gibt. Das ist natürlich unpraktisch. Okay, die drei muss ich auf jeden Fall auch zum Start machen. Ja. Dann hier oben. Da habe ich schon vier, da reicht eigentlich nur noch eine. Was Billiges. Oh, ich kann sogar überall. Ist da oben zum Beispiel. Ja, Indien macht auch schon Spaß. Vor allem, wenn du da diese Rajaputen hast, oder wie die heißen. Die sind sehr stark auf jeden Fall. Die können ordentlich reinhauen. Oh, hallöchen. Du willst ja echt angreifen, okay. Das sind halt Berge, ne? Das... Ah, haha. So wie dazu. So viel dazu. Oh, kommt hierher. So, mal aufteilen, damit es ein bisschen schneller geht. Beziehung verbessern. Tabellen haben wir keine gerade. Gut. Dann auf gegen England. Ivanes kommt nicht mit. Schade. Auslöschen der Ketzerei. So, okay. Dann mal gucken, wo die Armee ist, ne? Der läuft dahin. Jetzt haben wir hier oben keinen, naja. Nicht so schlimm. So, teil mal das Ganze mal auf hier, ohne dass der hoffentlich hops geht. Wenn wir schnell besetzen. Ah. Und die zusammen. So. Kommen wir da hin? Okay. Nee, bleib hier. Händlerbankrott? Nee, nee. Flaschenkorken?
Sind die Armee? Keiner da. Mann, verdammte Rebellen immer. Wo denn? Rebellen? Hallo? Da. Was haben wir denn? Algerische. Da sind sie ja. Häfchen. Oh oh. Da. Trotz technologischer Unterlegenheit von meiner Seite. Das ist alles kein Problem hier. So, dann mal darüber. Geh du auch noch dahin. Und du auch. Voilà. Welche Einheiten hast du nicht? Ach, die Raiputten, ne? Ja, weiß ich gar nicht, ob die es da überhaupt nicht gibt. Ich weiß nicht, wie viele Stände du da hast oder ob du überhaupt Stände hast, ne? Weil die sind dann hier mit dabei. Das ist so ein eigener Stand, ist das. So, tun wir hier nochmal eben. Ja, siehst du dann. Ist das sehr schade für dich, weil die haben eine sehr starke Kavallerie, glaube ich, oder war es Infanterie? Ich weiß es gerade nicht. Da machst du alles platt eigentlich. Was wollte ich schauen? Die Stände. Adel wäre gut. Lothien hat einen Übungsplatz. Lothien war doch hier drüben irgendwo. Da. Übungsplatz. Da. Bau doch mal einen, ne? Huh? Müssen wir hier noch. Bisschen. So, hier wird es ein bisschen kritisch gleich. Da haben wir gleich besetzt alles. Sehr gut. Jetzt müssen wir hier ein bisschen aufpassen, das Ganze. Ich würde die mal doch hier rüberziehen. Oh, da kommt. Das Orakel von Pakakamak. In der Kürze hier oben Land, an der Küste von Lima, sind wir einen riesigen Tempelkomplex gestoßen auf die. Antisch Orakel befinde. Das Idol selbst ist nicht sehr aufregend, aber eine einfache Holzfigur statt der gewöhnlichen goldenen Götter, die wir auf anderen Orten gefunden haben. Der Schrein scheint jedoch von großer Bedeutung für die Menschen hier zu sein. Ah, dann reißen wir das Thema ab. Diese Götzebilder. Achso, da wollte ich nicht weitermachen. Genau. So, einmal sammeln da. So, oh, das könnte schief gehen. Tatsächlich. Haben wir hier Gewaltmarsch an. Oh, nö. Wow. Trotz. Wow. Ja gut, wir haben so viel Disziplin, ne?
Ist kein Problem. Ja, jetzt war doch erst letztens, hatten sie wieder Angebote. Paradox. Weiß nicht, ob die noch sind. Müsstest du mal schauen. Dann kriegst du die auf jeden Fall billiger. Ah, okay. Fünfmal Combo, okay. Auch sehr schön, mehr hat Bulgarien integriert. Damit sind wir wieder ein bisschen größer. Eine Gratis-Armee haben wir auch noch bekommen. Schiffe hatten sie, glaube ich, keine. Schauen das mit der Flotte aus. Haben die überhaupt eine? Wir könnten da mal die zwei Armeen zusammenstecken. Okay, der läuft ganz weit außen rum. Wo kommen wir jetzt da hoch oder was? Ah, sehr schön. Da latschen wir doch mal da hoch. Schaffen die ja alleine die Truppe. Wow. Ah gut, die haben gut verloren, ne? Das ist natürlich nicht so prickelnd. Erstmal wieder erholen hier. Landestechnologie unnütz. Was? Nix da. Catskills. Haben da Katzen getötet oder was? Soll ich das verstehen? Darüber. Komm mal darüber. Komm mal darüber. Mann. Lange Leitung. So, hier unten haben wir gewonnen. Sehr schön. Bieten verhandeln. Ich hätte gern alles. Danke. Oh, wir sind bei einer Übung von 53%. Das ist aber ungünstig. Aber das ist mir gerade egal. So. Da müssen wir überall keine Dingens machen. Das ist dann alles eine Kolonie. Okay. Soll auf Schiffbedarf. Nein. Rotieren wir noch ein bisschen. Machen wir die nächste Technology. So, was nehmen wir jetzt für eine Idee? Mal überlegen. Ach, ich wollte Admin nehmen, genau. Damit wir die günstigeren Kernprovinzen haben, wir können noch Söldner ausholen, zur Not. Günstige Söldner. Ja, jetzt sind wir halt ein bisschen drüber, ne? Bis 1650 müssen wir erwarten. Okay. Geh mal da rein, General raus. Packen wir den hier rein. Wir sammeln uns da mal.
Die stehen bestimmt hier hinten irgendwo. Oder auch nicht. Ach, da oben. Okay. Können eigentlich noch eine Söldnerarmee mal holen eben. Was? Wie viel kostet die? 2800, sind die wahnsinnig. Und lieber die Schweizer Garde, die ist ein bisschen billiger. So. Ach. Auf Kehrt rum. So, holen wir uns erstmal die Burgen, die sind ein bisschen wichtiger. Und wir setzen da mal alles. So. Wenn sie schon mal keine neuen Truppen ausheben. So, jetzt müssen wir drauf achten. Habe ich gesagt, Oktober 1650. Okay, muss ich 2 Jahre warten jetzt. Puh. Boni ist durch. Ah. Da unten. Hatte ich hier nicht mal irgendwie eine Flotte? Ach, die kommt von da oben, stimmt. Was? Schlechter Ruf. Ach hier, nochmal aufteilen, dann könnt ihr das auch noch besetzen. Kolonialversammlung. Alles nur wegen der Überdehnung. Nicht schön. Gar nicht schön. Wenn das hier nicht alles so teuer wäre, würde ich die einfach alle unterdrücken. Ja, das ist noch günstig. Alles zu teuer, da hänge ich schon viel zu sehr mit der Dingens hinterher hier. Mal den rein. Kann ich auch nicht befördern. Okay. Ja, der ist ein bisschen beschissen, obwohl er ein guter Disziplin-Dingens ist. Eigentlich müsste ich ja den Fokus auf Militär setzen. Ja, aber doch recht weit hinten her, das sind. Allerdings hätte ich das gerne mit den Kosten für die Kernbrunnen wünschen. Die kriegt man auch Regierungslimit, sehe ich gerade. Was man noch machen könnte, ist hier eins rausnehmen.
bisschen mehr Militärpunkte haben. Und die Kriegssteuern nehmen wir raus. So. Damit wir hier mal vorwärts kommen. So, wenn jetzt mal die Festungen hier durch wären irgendwann, wäre das schon schön. Hier drüben, da können wir mal mit die kleinen Fitzel besetzen. Ach, das ist mal durch, sehr schön. General, danke. So, päpstlich Peru. Das dauert noch ein bisschen. 55% sind wir. Punkten. Und das sind sie auch schon. Pause. Würzburg besetzt, sehr schön. Möchten die Flächen aufgeben? Regionerzwing geht leider nicht. Schade. Das würde gehen. Dann gehen wir darüber. Doch nicht. Ah, kommt wieder nirgendwo hin hier. Aber jetzt. Nö, das lebt noch munter für sich hin hier. Ist auch katholisch. Nur ist auch recht groß, also so ist nicht. Ist halt nicht optimal, sagen wir mal so. Ist nämlich auch ein Minus. Weit sind sie nicht gekommen. Gibt sich Kolumbien will Freiheitsbestreben. Ist bei 39%. Uiuiui. Das ist natürlich nicht so toll. Kommt mal darüber. Hallöchen. Diese blöde Überdehnung, die nervt ein bisschen gerade. Da müssen sie mal durch, langsam. Ah, sehr schön. Hier sind wir durch. Durften sehr bald pleite sein. Das hier geben wir alles unseren kleinen Vasallen. So. Da drüben. Schauen wir doch mal eben. Kolumbien übergeben. Dann das hier oben.
das da. Und wo waren hier die Staaten? Da war einer. Warte mal. Hier war da auch einer, ne? Ne, ist schon weg. Aber Wales ist noch da. Den könnte ich das alles geben. Oder ich lasse das hier weg und gebe erstmal das. Sonst haben sie ja nirgendwo Kolonien, ne. Das wäre eine gute Lösung. Ja, das sollte man schon drauf achten, wer mit wem verbündet ist, ne? Auch wegen Verteidiger des Glaubens und so, das kann dann auch mal böse sein. Das sollte man immer ein bisschen drauf achten. So, und die haben wir besiegt, sehr schön. Hier unten waren wir auch durch, okay. Können die da stehen bleiben? Ja, ohne Probleme. Habe ich das schon konvertiert? Ja. Und das ist syrisch. Interessant. Seit wann das denn? Ist aber auch neu, ja? Okay, ich will mal keine Militärpunkte fürs Unterdrücken ausgeben. Das muss nicht sein. So, dann kesseln wir die mal da ein. Ich weiß gar nicht, ob die hier durchkommen jetzt. Mal auch drauf achten. Paderborn haben wir auch. Sehr schön. Dann auf nach Holland. Kann man nicht hin? Na super. So ein Mist. Sehr ungünstig hier. So geht's. So, Handelseinfluss. Kriegserwartung meine ich. Sind die auch draußen? Das wird jetzt alles nach und nach katholisch. So, und hier, wie schaut es da aus? Ja? Fühlst du dich etwas eingekesselt, lieber? Gefährlich. Au. Geh weg hier. Oh. Das bringt dir nur nichts, Freundchen. Ah, das sind die ganzen englischen Schiffe.
So, administrative Effizienz kann uns sehr retten. Nee, doch nicht. Gilt nur für das Erobern, okay. Rebellen. Da drüben. Da müssen wir uns dann gleich kümmern. So, kriegen wir die vernichtet mit einem Schlag? Na, doch. Nee, doch nicht. Dann halt so. Ja, falsche Taste gedrückt. Verdammt. Sehr schön. Sich um die Rebellen. Da hinten ist noch Holland. Hat Holland eigentlich Kolonien? Nee, ne? Ich glaube nicht. Nein, die möchten nicht. Aber England möchte. Hat nicht mal einer was dagegen. Machen wir das so. Danke. So, dann lassen wir nämlich jetzt hier hinten Wales raus. Um der Überdehnung entgegenzugehen. Protestantisch. Wir sind jetzt bei Überdehnung von 157. Eigentlich müsste man es ja noch konvertieren. Damit die katholisch sind. Aber dazu geht's mir ein bisschen an Dingens. Danke für dein Follow, Wemsington. So, jetzt haben wir nämlich hier den kleinen Untertan, auch wenn er die falsche Religion hat. Ist nicht ganz so günstig. Kann man den davon überzeugen, die Religion durchzusetzen? Ja, könnte man. Das sollte man ihn erstmal beschwichtigen. Dann setzen wir unsere Religion durch. Dann geben wir denen noch ein paar Provinzen her. Dann haben wir keine Überdehnung mehr. Aber mein Tool. Chester. Lancashire. So, jetzt haben wir das Problem nicht beseitigt. Das gehört uns ja schon. Das passt. Er läuft darüber. Dich brauchen wir nicht mehr. Der geht dahin. Supi. Und hier drüben haben wir den in die Kolonie genommen. Aber glaube ich mal den hier annektieren dann. Reicht leider nicht ganz. Müssen wir noch ein bisschen Beziehung verbessern.
So, das hier oben ist jetzt alles schön päpstlich Kolumbien. Das hier. Imanes macht sich breit. Glaubst du es denn? Achso, jetzt habe ich diese Kolonien übernommen, ne? Ich mir aber leisten. Da hinten ist mein Ding. Jetzt rufen wir den mal eben ab. Schicken den hier hoch. So. Ah, wir sind jetzt runtergefallen auf 98%. Sehr gut. Gefällt mir. So, und kurz bevor ihr die Provinzen durch sind, greift mal Shimu an. Sonst verlieren wir nämlich unseren Kriegsgrund, wenn das eine Kolonie wird. Und das ist natürlich ungünstig. Muss bloß dran denken. Oktober 1650. Ja, schön den Hochebenen kämpfen, das liebe ich. Hier habe ich Truppen verloren, ne? Ja. Füllen wir die doch mal wieder auf. Dann trainier so lang. Sigrad, euch müsste ich eigentlich auch mal überreden, ja. Die haben alle recht, hohes Freiheitsbestreben. Ist natürlich nicht so optimal. Geschenk haben wir schon gesetzt. Dann beeinflussen wir die noch. Können die dann auch demnächst annektieren. Bei 0. Das ist aber nicht so schön. Besser? Nee? Doch. Passt. So, wer ist ein nächstes Ziel? Marokko würde ich sagen, hä? Wir sind hier verbündet, gehört Passai. Garantiert von Spanien, das ist aber nicht toll. Da haben wir noch ein bisschen Waffenstillstand. 50.